Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's ich Creed komme mit Origins. Eurem Mögen eure Tage erfüllt sein. Vom Licht des Reh. Ja, seht, wer zurückgekehrt ist. Bayek von Siva. Perfekt, dass du uns in Helakleion triffst. Der Stadt des Weins, der Frauen und allem, was ein Magi wie du verlangt. Und verdient. Auf die Königin! Bayek, du kommst genau im rechten Moment. Kleopatra, ich suche immer noch die Mörder meines Sohnes. Der Orden ist neutralisiert. Habe ich für mich gejagt oder für euch? Wir haben noch zwei Namen. Der Orden darf nicht... Und wie viele Namen kommen noch? So viele, wie nötig sind. Ich will meinen Sohn in das Totenreich bringen, wo er hingehört und nicht... Ich schätze euch, Kleopatra. Aber eure Aufträge verführen meine Frau, nicht mich. Was bedeutet dir dein Abzeichen? Hast du's vergessen? Dieses Abzeichen bedeutet euch mehr als mir. Es ist kein einzelner Mann, den wir bekämpfen. Nichts endet einfach. Aya hat verstanden, dass es eine neue Wirklichkeit gibt. Wir sind deine Pharaonen. Du bist ein Magi für ganz Ägypten. Folge uns. Wir haben ein Geschenk. Apropos Magi. Gibt es Neues von Aya? Aya verteidigt immer noch das Meer. Wir erwarten Pompeius und seine Flotte jeden Tag, um uns gegen den Orden zu verbünden und das Land zu verändern. Bei meiner Jagd sah ich vieles, das mich angewidert hat. Unser Land wird auf furchtbare Weise unterdrückt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Orden wieder Fuß fasst. Ja, Bayek. Die zwei neuen Namen, der Schakal und der Skorpion, gehören zum inneren Zirkel unseres Bruders. Wir glauben, dass sie hinter dem Anschlag auf unser Leben stecken. Ein Anschlag auf euer Leben? Durch Phylakis eures Bruders? Schwer zu sagen. Ein Gabinianer, einer von Septimius' Kriegern. Sie bilden eine Miliz mit 2000 Mann. Wir wollten uns mit ihnen verbünden. Mit Septimius? Dieser Römernarr? Er führt sie an? Ja, der Träumer, der sich als wahrer Ägypter ausgibt und doch einen Mann schickt, um uns zu ermorden. Nicht sehr ägyptisch, wenn du uns fragst. Aya glaubt, er arbeitet für den Orden und hat hier einen Stellvertreter namens Venator. Vielleicht ist er der Maskierte, der den Tod meines Sohnes verantwortet. Bootsiefer! Verdammt nochmal, tötet mich einfach, ihr Narren! Hier ist ein Geschenk. Er ist im Orden der Ältesten, wie Septimius. Er hat an der Villa herumgeschnüffelt. Vielleicht weiß er, wer deinen Sohn getötet hat. Mein Bruder Septimius erschlug deinen Sohn und ich geb einen Scheiß drauf. Dir geb ich drauf scheißen. Ich hab nur die Zwillinge gefickt, Venator. Hast du genug? Ich werde noch mehr aus ihm rausholen. Ich schlage vor, du besuchst das Bordell in der Stadt. Ja. Geh und wühle dich durch Dionysos Stadt. Und decke die Verschwörung gegen uns auf. Weil wir sonst nichts zu tun haben. Der Schakal. Septimius ist in der Stadt. Sein wichtigster Phylakis ist ein Mann namens Venator. Es gibt Gerüchte, dass er sich gern im Bordell herumtreibt. Ja. Was haben wir denn da stehen? Septimus ist stark, imposant und athletisch und damit der Archetyp eines römischen Legionärs. Er diente während der Piratenkriege im Jahr 67 vor und zu unter Pompeius. Danach wurde er in Alexandria stationiert und verliebte sich in seine Adoptivheimat Ägypten. Nun sind er und seine Gabinianer mit dem Schutz der königlichen Familie vertraut. Der Skorpion Kleopatra hat zwei weitere Namen in Erfahrung gebracht. Das kommt aus der... Gut. Machen wir uns mal auf den Weg.
Moment mal. Gibt denn hier keinen normalen Weg? Sieh nur. Oh, der Magi. Ein Krieger mehr auf unserer Seite. Ich denke mal, wir sind hier gleich schon direkt am... Das Pferd ist gerade freiwillig ins Wasser gesprungen. Ich habe es noch gesehen. Ach, jetzt muss ich nach oben gehen. Ich höre hier was. Wo kommt das denn her? Das kommt definitiv von hier. Ach, da. Ich guck mal, ob ich das sehen kann. Aha. Ah, ja, ich erkenne es. Ich sehe, ja. Okay, genug gespannert. Ich gebe euch, was ihr wollt. Ah, ein wahrer Krieger. Ich gebe Rabatt für... Warte. Du gehörst nicht zu den Gabinianern, oder? Nein, tue ich nicht. Ich bin ein Magi. Wow. Magi sind früher oft hergekommen. Aber jetzt nicht mehr. Für wen arbeitest du? Kleopatra. Ich hörte, sie sei in der Stadt. Ein... Magi, der für die Pharaonin arbeitet. Du hast sicher viel Geld. Oh. Ich würde gern eure legendären Zwillinge sprechen. Sprechen nennst du das also? Jeder hat seine Vorlieben. Die Zwillinge werden dich was kosten, ob du nun mit ihnen sprichst oder was auch immer, Magi. Ich denke, wir haben das Geld, sonst würde er jetzt nicht stehen irgendwie... Oh, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Oh. So, jetzt sitze ich wieder bequem. Mach es dir oben schon mal bequem. Die Zwillinge kommen gleich. Sie haben eine raue Nacht hinter sich. Also sprich nicht zu viel mit ihnen. Wenn ich dafür bezahle, dann darf ich so lange, wie ich will. So weit kommt's noch, ey. Du wolltest uns sprechen? Ich suche einen Gabinianer namens Venator. Sch, sag diesen Namen nicht. Er ist ein Nekediadet. Ich werde nicht schweigen für dieses Monster. Alle haben Angst vor ihm. Aber du solltest ihn töten. Er wohnt im Norden des großen Platzes. Er wird nirgendwo mehr wohnen, nie wieder. Oh mein Gott, die Zwillinge. Ja, ja. Die ganze Zeit in der gleichen Stellung. Hm. Interessant, ja. Huch, ich bin ganz kirre jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, wo... Die laufen alle hier so halbnackig rum. Was ist denn los hier? Oh, guck mal, wie sie uns hinterher geguckt hat, ey. Okay, wir sind beim richtigen Haus. Bei Anubis. Hier war offenbar viel los. Venator arbeitet nicht allein. Hier riecht es wie in einem Sumpf. Zerbrochenes Geschirr. Hier ist irgendetwas faul. Zielübungen auf Kleopatra? Venator bereitet seine Gabinianer auf einen Attentat vor. Na, lass mich raten. Da sagt er gar nichts. Ach so.
Ich habe ein paar Drachen beigefügt für dein Vergnügen, die Bewaffnung deiner Männer. Bitte bleibe diskret. Der Name der Gabianer hat dir noch eine Bedeutung. Doch, den Wurf zum Beschützer schließt den tödlichen Fall von einer erhöhten Position ab. Livius sollte einen direkteren Ansatz wählen und Lexus findet mit seinen exzentrischen Methoden sicher auch einen Weg hinein. Ich vertraue darauf, dass du den Auftrag erfolgreich abschließt. Hier wartet die Ankunftsspannung unserer Marine, braucht Krieger wie dich angesichts des Ordens Septimus. Bla bla bla, ne? Könnt ihr ja selbst lesen. Lauten, Schminkzeug und Duftöle. Waren hier Straßenmädchen zugange? Und römische Insignien? Komisch. Offenbar sollen seine Männer untertauchen. Weinfässer. Das hier riecht aber nicht nach Wein. Öl in Weinfässern? Genug Öl, um die ganze Stadt niederzubrennen. Bei den Göttern. Ein raffinierter Plan. Einer seiner Männer gibt sich als Frau aus und infiltriert vermutlich den Palast. Getarnt als Weinhändler docken sie an und legen Feuer, um für Panik zu sorgen. Und ein Bogenschütze schaltet die Königin dann aus. Von erhöhter Position. Venator, du bist mehr als einer von Septimius' Hunden. Du hast deine eigenen Marionetten im Orden. Ich muss sie finden, bevor sie zuschlagen. Na gut, ich denke, das wird wohl kein Problem sein. Warum können wir jetzt schon Senno rufen? Ich will erstmal hier raus. Bevor ich den guten alten Vogel rufe. Muss man eben drehen. Inflator, Bogenschützen. Okay, jetzt kriege ich alles hin. Wie sehe ich aus? Ich möchte später noch die Laute für die Königin spielen. Großartig. Bist du... Alexus! Das war ein Betrüger. Ein Römer, der die Königin töten wollte. Ich tue euch einen Gefallen. In dieser Stadt wird es auch nie langweilig. So, der Nächste. War schlau von mir. Senno greift da hinten schon wieder an. Ich höre so richtig. Okay. Können wir zurück ins Bordell? Vergessen wir Kleopatra und genießen das Leben. Ego astem! Sik! Rückfuhr ad mulier teras! Du! Thomas! Thomas! Sire versus fueris! Condemo pro amici! Morias palasque valdo! Ultimen Quod! Tentaset! Ich bin blutgetränkt. Buchstäblich blutgetränkt. Oh, den kriege ich da hinten auch. Diese Stadt ist wild. Gibt es Tavernen? Ich brauche eine Pause. Da oben. Ja, ich sehe ihn schon laufen. Und wir haben Freunde. Pessores Tultus, non diu! Na ja, komm her. Erstmal nur einen, bitte. Der andere wird mich sehen. Aber ist egal, Hauptsache ich hab den erstmal drinne.
Verdammte Flammen! Ach, das brennt! Ja, das hat Feuer so an sich, das brennt. Leopatra! Buchala! Ha, das wäre doch gelacht. Das ging mal schnell. War richtig fix. Da wurde einer getötet. Ah ja, meine Liebe. Wo? Ach so, da. Hab ich sie gar nicht gesehen. Bayek! Ah, du riechst nach Meer. Die hohe See hat mich in Beschlag genommen. Aber jetzt bin ich dein. Oh, die haben wieder Sex. Vorsicht! Ach Gott, wir müssen dem hinterher rennen. Nee, wir müssen kämpfen. Beschütze die Königin! Ich bin verwundet! Hallo, ich hab keine. Hallo, 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 hallo. Ich schaffe das hier, Liebste. Die sogenannte Königin! Dein Thronsaal wird zu deinem Grab. Wer von euch trägt den Namen Venator? Unser Anführer. Und du wirst nie zu ihm durchkommen. Oh, bitte. Diese Schläger wären erledigt. Aber Venator... Ach, ich... Noch nicht. Ich will immer Foto machen. Ich könnte deinen Tod ganz genüsslich in Szene setzen. Aber ich habe Besseres zu tun. Das ist, glaube ich, unser Freund. Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter. Wo ist Aya? Solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell? Und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Kar von dir. Du Scheißkerl. Glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Hurra! Meine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht! Na, zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Also das mit dem Blocken funktioniert irgendwie nicht bei mir. Ich weiß auch nicht. Jawohl. Halte einen Platz in der Duat für deinen Bruder Septimius warm. Puh, geh doch. Hey, alter Mann. Oh, bist du verletzt? Nur eine Fleischwunde. Hey. Mir geht's gut. Jetzt tut mir nichts mehr weh. Unser Verstand tobt. Was wir auch tun, man drängt uns immer weiter. Noch ein Versuch, uns auszulöschen. Meine Königin, ruht und erinnert euch. Wir müssen euch nicht ruhen. Es ist kein Ende dieses Bürgerkriegs in Sicht. Wir brauchen den verfluchten Thron. Unser Thron verrottet in den Händen unseres Bruders. Lasst Foxy das Schiff vorbereiten. Wir treffen uns mit Pompeius. Unser letzter Ausweg. Ihr zwei geht voran und sagt ihm, dass wir kommen. Ja, meine Königin. Bayek. Wenn wir nicht zuerst bei Pompeius sind, dann Septimius. Ich habe so lange Zeit gebetet. Der Priester sagt, ich solle mich entspannen. Wir stehen das schon durch. Apollodoros kommt mit unserem Wagen.
Na, endlich mal schlau, mit aufs Pferd zu steigen. Ich habe so lange Zeit gebetet. Der Priester sagt, die Gavinianer haben uns eine Feluke mitgebracht. Nett von ihnen. Scheiße, so weit kommen wir gar nicht. Fällt mir gerade auf. Entschuldige, Aya. Jetzt weiß ich auch, woran der eine gestorben ist. Was macht er denn hier? Ich habe noch in dem ganzen Spiel noch nie einen freiwillig schwimmen sehen im Nil. Okay, komm ich nicht hoch. Ja, komm rüber. Septimius ist der Drahtzieher. Er ist der Mann, den wir der Verschlingerin opfern müssen. Was ist mit Potinus? Auch er wird Futter für die Verschlingerin. Wow. Dann kehren wir nach Hause zurück. Wir kehren nur in Gesellschaft Kleopatras nach Hause zurück, um den Sivanern zu zeigen, was sich verändert hat. Was wir verändert haben. Wie läuft es auf deiner Triere? Gut. Foxy, das hat mir das Kommando über... Warum lieben wir uns nicht jetzt und hier? In diesem Schiffboot? Nutzen wir diese seltenen gemeinsamen Momente, bevor dein neuer Beruf als Retterin von Ägypten dich mir wieder entreißt. Du machst Witze, aber es ist nicht lustig. Es geht um etwas Großes. Dieses Land befindet sich im Bürgerkrieg, das lässt sich nicht einfach leugnen. Überall herrscht Elend. Ich liebe dich, Aya. Und wir sind Magi. Wir dienen und beschützen, aber wir arbeiten allein. Ich teile deinen Hass auf Ptolemäus. Aber vergiss nicht, Kleopatra ist auch Ptolemäerin. Sie ist nur das Bessere von zwei Übeln. Wir müssen etwas Großem dienen. Welcher großen Sache dienen wir jetzt? Wir sind Eltern. Wir waren Eltern. Ich liebe dich, Bayek von Siva. Aber was wird nur aus dir? Was labert sie für einen Scheiß? Die Einzige, die sich ändert, ist sie. Und jetzt mal ganz mal von ab, ne? Also Ubisoft möchte wirklich... dass wir es mitkriegen, dass die beiden es andauernd miteinander treiben, wenn sie sich sehen, ne? Das ist ja echt schlimm. Alles ist durchgeplant, organisiert. Die wollen da gerade jemanden töten und es ist gerade richtig wichtig und die dürfen keine Zeit verlieren. Und er denkt nur daran, ja, und sie im Boot mal eben schnell flach zu legen, am helllichten Tage, mitten auf dem Meer. Und jetzt den Rest mit dem Pferd. Wow. Ha! Komm. Komm, Frau. Ja, komm. Der Tod liegt in der Luft. Ich kann es riechen. Ich gewöhne mich langsam an faulendes Fleisch. Sind das Leichen? Nee. Götter. Der Nil wird viele Monde lang rot fließen. Ah. Osiris hat viel zu tun. Das sind... Ach, Septimius war schneller. Lustig, wie alle großen Männer irgendwann zu Wurmfutter werden. Das hier begräbt all unsere Ambitionen. Nein, nein, das kann nicht sein. Wo ist Cäsar? Er ist jetzt in Alexandria. Er wird schwer bewacht, also gibt... Bringt uns zu ihm. Wir kommen zu Cäsar. Und wenn wir durch die Kanalisation des Palastes kriechen müssen. Hat die sich jetzt echt erstmal schick gemacht? Richtig schön fein. Rausgeputzt mit Perlen. Reisen wir jetzt normal nach Alexandria? Nein, tun wir nicht. Natürlich nicht. Was sollen wir jetzt tun? Aya, die spricht mit Aya, die Klinge der Göttin.
Was habe ich denn sonst noch? Aufklärungsarbeit, Verlockung des Ruhms. Eine Vorwarnung, Bayek. Es gibt kein Zurück, sobald wir an Bord des Schiffes sind. Und es endet mit der Königin auf dem Thron oder unseren Köpfen auf einer Lanze. Okay. Ich verstehe. Alexandria-Segel? Nein. Dann muss ich erst die... Oh, dann muss ich ja erst die anderen Sachen alle erledigen. Oh, aber wie soll ich das denn machen? Dämonen der Wüste schaffe ich doch noch gar nicht. Puh. So, dann machen wir jetzt erstmal Aufklärungsarbeit. Bis da hinten. Muss ich zwar ein bisschen länger reiten, aber egal. Ja, die, die dann 39 sind, die lasse ich dann erstmal weg, weil die kriege ich ja noch nicht hin, ne? Ach. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier überhaupt... Ich bin wieder am Palast, ne? Ja, bin ich. Immer diese Schwimmerei, ey. Gib mir mal dein Schiff. Oder dein Boot. Nein, nicht setzen. Geh weg da. Es muss leider sein. Tja, das ist das Los, das man hat. Ja, geht auf jeden Fall schneller, als wenn wir jetzt zu Fuß und mit dem Pferd gewesen wären. Aber das Spiel kann doch noch nicht vorbei sein. Oder? Nein, glaube ich nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber auch lustig, der Typ diskutiert gar nicht mit uns, ne? Wir leihen uns das einfach aus und ja. Na, jetzt kannst du wieder mit deinem Boot wegfahren. Okay, das ist das Militärlager. Das war mir klar. Oh, nee. Echt jetzt? Dieser Ort wird schwer bewacht. Wo war man? Aha. Ja, dann komm mal hier hin. Tibiabe! Ibi Manere!
soll nochmal mein Ziel sein? Keine Ahnung, ich hab vergessen. Ich glaube, das war schon mal richtig. Gehe ich jetzt mal von hinten rein. Was ist das denn hier? Elefanten? Bei Amuns Hörnern. Wie groß er sein muss. Er muss gewaltige Kräfte haben. Sicher braucht es eine ganze Kuh, um das Geschirr herzustellen. Kriegspläne. Bilden sie Elefanten zum Kämpfen aus? Und verfeinern sie ihren Tötungsinstinkt an den Bauern? Ah, da muss ich weitersuchen. Das ist kein Bauernhof, sondern ein großes Militärlager. Das waren keine Soldaten. Einfache Bauern. Mit gebrochenen Knochen und eingeschlagenen Köpfen. Diese verzerrten Stimmen. Das müssen die letzten Bauern sein, die sie gefangen halten. Na komm her. Genau das wollte ich doch. Dann haben wir nämlich schon mal einen weg. So gütig, ich danke dir. Mögen Isis und Horus und Serapis und Anubis und... Heil dich, du Narr! Bedank dich später! Beschütze die Gefangenen. Oh. Et dabo vos in consumat... Okay, hab ich. Es sieht aus, als wenn du schuld wärst, ey, so wie du da drinne stehst. Wie lange muss ich die jetzt noch beschützen? Ich würde gerne endlich mal mit jemandem reden. Ach, das Pferdchen guckt uns ganz traurig an. Komm mal hinterhergelaufen. Jetzt gibt's aber Gas, wa? Hey, bist du betrunken? Und das war das Pferd. Ich denke, es hat nichts getrunken, oder? Danke, mein Freund. Ich wurde erwischt, als ich die römischen Truppen ausspionierte. Es ist barbarisch. Sie bringen Elefanten bei, voller Blutlust zu kämpfen und zwingen sie, wehrlose Gefangene zu töten, um sie abzuhärten. Schaffst du es von hier aus zurück? Natürlich. Ich suche Apollodoros und sage es ihm. Gut. Und wir? Verlockung des Ruhms? Gefahr im Verzug. Ach ja, Bayek. Erstmal Verlockung des Ruhms. Dafür brauchen wir jetzt die Garte und dafür müssen wir jetzt wohin? Boah, wohin müssen wir? Was? Da hinten hin? Hier kommt ein neuer Herausforderung. Ach du Scheiße. Hm.
Ja, wo müssen wir jetzt hier hin? Nach Siva wahrscheinlich wieder, genau. Dann können wir von da aus hier so hinreisen, dann passt das ja. Aber ich sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.